Bis zum Goldrang 4 wirst du nicht degradiert und das konnte ich nicht so schnell lesen. Jui! Er darf entscheiden. Ich bin Zweiter, schlimm. Alter, dieser Flederwisch-Blitzsturm-Kombo immer, Starthand. Und der Gegner fängt mit Z an. Okay. Ich würde sagen, Topf des Wohlstands für 3 wird mir reichen, glaube ich. Blue Sky ist fein. Damit kann man hier arbeiten. So, ich könnte direkt für Beals Synchro machen. Wäre mal was. Ich könnte natürlich auch checken, was es ist, aber vielleicht hat es 2k Dev. Wenn das jetzt der Pinguin-Soldat ist, das wäre das absolute Mega-Out gegen mein Play. Weil den will ich jetzt eigentlich nicht jetzt schon banishen. Schon wieder Blue Eyes. Wie viel Blue Eyes ist denn hier? Gut, ich glaube, ich kann chillen hier. Ich habe Gefängnis des Eisdrachen. Ich habe eigentlich ein ziemlich gutes Out dagegen. Ach nö, das Banishment des Splatter Trap, ne? Nö. Vergessen, ja. Ah, gut. Dann nicht. Ein Budendeck? Oh, bloß nicht. Kein großer Fan davon. Hatte genug Trauma 2014 davon, dagegen immer im Meta zu spielen. Kommt jetzt bei ihm auch McKnights? Kommt der überhaupt Beals rüber? Falle? Also eine Falle, die er mir stellt, nicht eine Fallenkarte. Deswegen spiele ich dunkle Magie und nicht Blue Eyes. bisher nur ein Dark Magician haben wir, glaube ich, nur einmal gegen Dark Magician gespielt.
Okay. Sure. Dann greife ich ihn halt nicht an diesen Spielzug. Kann man ja auch machen. Also ich kann ihn mit Beals angreifen. Da kriegt er, glaube ich, immer noch den Damage, oder? Ja, da kriegt er immer noch den Damage. Und weil Beals kann eh nicht so stört, das juckt ihn ja nicht. Shifty Boy. Joa. Moment. Ah ja, ist er unberührt, der Gute, kann ich auch nicht klauen. Für eine Synchro zu gehen macht jetzt auch keinen Sinn. Hm. Machen wir eine Battle Phase und geben ihm 500. Zack. Wie einfach gar nicht mal anzackt, möchtest du zerstören und bla bla bla, einfach geht durch so, nö. Ist einfach ein Angriff. So. Sure. Herzlichen Glückwunsch zum fertigen Deck, Dominik. Ich könnte die Lampe noch ein bisschen, glaube ich, zur Seite schieben. So. Das passt. Ich habe jetzt nur Mirror Force, also eine echte Trap habe ich jetzt nicht, ne? Wann setzt sie sich wieder? Wenn Blue Eyes kommt. Und dann verzieht sie sich. Wow. What a ranked game. Lame. Trotzdem holen wir uns immer neue gerade. Mhm. Nächstes Duell. Oha, Marc Kurivo hier mit einem Dark Magician als Begleiter. Wie kriegt man den eigentlich? Schon cool. Und gleich spielt er schon wieder irgendwie so wieder so ein Red Eyes oder so. Werde ich mal ein Turnier in Master Duel veranstalten? Keine Ahnung, muss man mal schauen. Gott, der hat auch alles schon wieder hier. Oh, auch die coolen Höhlen, wie der eine vorhin, der einfach nichts gemacht hat. Oh, wow. Das ist eine richtig gute Going Second Hand. Selbst mit dem Metaspiel kann man, glaube ich, damit einigermaßen mithalten. Er spielt auch Dark mit der Schnucke. Ewige Seele, okay. Das heißt, er will banishen. Das Problem ist halt Talents. Wenn er nicht gerade Veiler hat, Ashes oder so, dann ob ich die aktiviert kriege. Okay, das ist wahrscheinlich Soul. Okay, er hat nur Soul und wenn ich ein MST habe, hat er schon verloren. Oder ein Twin Twister. Hm, haben wir nicht. Gut. Kann ja, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Aber erstmal würde ich, glaube ich, ein bisschen Deck-Thinning machen wollen. War das beliebige Karte banishen? Mhm. Dann würde ich am ehesten. Würde ich Talents setzen? Weil ich eigentlich keine Monster-Effekte erwarte in diesem Spielzug. Moment. Moment, 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 Moment. Es gibt natürlich den dunklen Mark, diesen, den einen, der sich von der Hand specialt, wenn der andere da ist. Aber das wäre natürlich jetzt Gambling.
Ich glaube aber, ich will nicht meine Impermanence gebanished haben, wenn dann will ich über Triple Tactics Talent gebanished haben. Tolle ist, der Dark Magician hat 2,5, genauso wie mein Großer. Aber ich glaube, irgendwie konnte nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden, solange Soul draußen ist. Karteneffekt noch mit. Oh, Max C! Danach ein Chain ist immer nicht gut und ich krieg sogar noch den Effekt von Triple Tactics Talent, wenn er jetzt sie nicht banished oder so. Ja, der Max C bringt ja nichts, sondern den Harry Special Summon, Bruder. Ich füge mir den hinzu. Will ich zwei Karten ziehen? Nein, ich habe Topf des Wohlstands. Ich will eigentlich in seine Hand gucken und den Rest entsorgen. Er hat noch eine Soul. Gozen Match! Das Auge von Timaeus. Okay. Großen Match juckt mich gerade nicht so, weil ich habe ja jetzt die ganzen Lichtmonster. Nur mit Dark Magician kann er ja. Kann man da. Da kann man. Ich glaube, da kann man ja was fusionieren mit der Auge von Timaeus, ne? Nur mit Dark Magician zusammen. Aber ist das krass, was er dann beschwört? Ha, ich weiß gar nicht, was ich weg loswerden will. Ich glaube, ich nehme Soul. Großen juckt mich gerade wenig. Und, den Draw kriegt er diesen Zug sowieso nicht von mir. Für den Max C. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich noch was für Triple Tactics Talent bekomme. So, wir deckthinnen erstmal, damit wir halt mit Topf des Wohlstandes sinnvolle Traps, Spells oder so treffen können. Auch wenn ich ein. Oh, ich brauche. Eigentlich brauche ich. Harpy Frieder Wisch. Das wäre das Beste. Oder Twin Twister, das wäre auch gut. Will ich Deep Dingen? Ich glaube, ich will Deep. Ich will nicht Deep ins Deck. Ja, ich will Deep ins Deck. Der ist nicht gut, Katastor, in dem Matchup. Oder hat Eternal Soul nicht gesettet und die, die er sich gesucht hat, hat er auf der Hand behalten und hat hier was anderes face down. Das wäre natürlich auch funky. Blitzsturm kann ich nicht besorgen, weil ich noch auf das Monster kontrolliere. Aber wenn er es los wird, kann ich einfach alles von ihm zerstören. Und ich glaube nicht, dass er mich gut decayen wird. Das heißt, mit Blitzsturm kann ich ihn eigentlich gut kontrollieren. Klingt plausibel. Denn sobald er mit Dark Magician umrennt, hat er wieder nichts und dann schieße ich ihm das weg. Eternal Soul bläst alles weg. Würde ich so machen. Und dann würde ich jetzt einfach in die Battle Phase gehen. Das heißt, ich habe ja was für Backrow und fürs Feld theoretisch. Lässt er durch? Okay. Behalte ich den Permanence in der Hand? Ich würde sagen ja, damit er kein sinnvolles Target außer Blue Sky hat zum Banishen. Wir entspannen jetzt. Wir übertreiben nicht. Ich will auch vor allem eine sinnvolle Karte haben, die ich noch setten kann später für ihn hier. Hat er wirklich die Eternal Soul nicht gesettet? Und ich habe sie einfach zurückgeschaffelt?
Das wäre so witzig. Das wäre ein richtig komisches Play, was er gemacht hat. Oh! Souls Top Deck. Mhm. Okay. Wieso hat das Soul jetzt. Wieso hat. Ich turn das Soul. Specialt er nicht schon direkt den raus? Oder dafür werde ich den selbst specialen wahrscheinlich, okay. Mhm. Ich glaube, der hat irgendwas verkackt, weil jetzt die Tunnels so umgedreht zu haben, ist doch dumm. Für was fusioniert er jetzt? The Dark Magician, okay, den muss ich mal wieder durchlesen. Du kannst eine Karte ziehen, dann ist es sauber war. Okay. Okay, Infinite Permanence ist jetzt live wieder. So, wenn ich die zerstöre, dann zerstört sich alles auf seinem Feld. Hm. Interesting. Den Angriff nehme ich mit. Aber das heißt, er kann ja nicht mal annullieren. Wenn ich Blitzsturm mache, ist einfach sein Feld weg. Und er kriegt halt die Dark Magician Stat zurück. Und das war's auch. Ha. Und da geht dann eine gratis Quickplay wahrscheinlich für den Draw oder was weiß ich. Twin Twister, wow. Den Twin Twister behalte ich, den chain ich, wenn er halt wieder irgendwie was Sinnvolles nutzen will. Hier würde ich jetzt wahrscheinlich eher Blitzsturm aktivieren. Das muss ich noch mal checken. Okay, dann kann ich sie einfach aktivieren und das war's. Die machen jetzt nichts aus dem Grave, oder? Nee. Was war die andere Karte, die er noch in der Hand hatte? Gozen Match. Die würde gar nichts machen. Von dem, weil ich Twin Twister hab. Activate. Destroy all Spell and Traps. Den Rest erlegen die ganzen Spell and Traps. Jetzt chaint er sie wahrscheinlich. Für den Extra Draw natürlich. Was bringt dir das? Wenn du den specialst, dann kratzt er trotzdem ab. Weil wenn die Turn of Soul geht, dann ist er auch nicht mehr geschützt vor Karteneffektzerstörung. Dann wird er von der Turn of Soul gebraten. Hä? Er chaint nicht den an? Was ist das? Jetzt! Ach, der muss danach, der aktiviert sich in der neuen Chain. Ha! Huh. Ich kann mir in Infinite Permanence gehen, da hat er gar nichts. Joa. Das Problem ist halt, ich krieg meine Magnites nicht aufs Feld. Ich kann mit Gerümpel synchronisierer Beatdown machen. Wenn der zerstört wird, macht er noch was? Ach ja, er holt noch die. Ach stimmt, er holt noch die Magie. Und dann kann ich wieder weitermachen. Alles gut, alles gut. Voll vergessen. Und dann kann ich gleich Gegner droppen. Wie so ein richtiger Kacknoob. Powerkarten immer werfen, immer Powerkarten werfen. Werfen, werfen. So, spielt er beide oder spielt er nur Dark Magician? Okay, ich spiel beide. So.
So, holen uns Blue Sky, holen uns Shifty Boy. Und rasieren mal den Dark Magician Player. Ich glaube, dann hat er auch nicht mehr viel. Also mit dem Twin Twister habe ich dann eigentlich das meiste under control, glaube ich. Shifty Boy. Na gut, ein Regigi natürlich, dann ist er auch wieder gut mit dabei. Natürlich auch für einen Borreload Savage mit den Gates gehen, aber ich will die Lights auf dem Feld behalten. Falls der Großen wirklich resolved, dann habe ich mit den Magnites volle Kontrolle eigentlich. Ich komme nicht rüber. Da muss ich ja wohl beschießen wahrscheinlich. Ja. Was die schnellste Senkung von der Rarität, das weiß ich nicht. Moment. 1-3, 2-4, 4-4, 1-3 sind 5. Ja. Ich kann ihn auch nicht in was Ultra-Starkes machen, sodass es Game wäre. Nee, dann gehen wir auf mein Battleface. Weil Beals ist ja auch nicht so gut wegen halt der Spell, die kann die halt banishen. Na, nochmal Souls ziehen? Würde ich jetzt predikten. So. Ja. Nö. Win. Okay. So, Silver Tier 1, 100 Gems und das heißt, wir sind bald wieder zurück und können uns wieder einen Goldstatus zurückmelden, den wir erst am Wochenende uns geholt haben und jetzt nochmal wiederholen müssen. Noch 2 Siege, let's go. Ja, wir bisher immer noch nur den Loose gegen das Eldritch Deck mit dem Deck, das ist schon krass, aber ich glaube, wir werden gleich kassieren. Okay, schon wieder ein Dark Magician hier. Ich möchte als Zweiter beginnen. Wieder eine gute Going Second Hand einigermaßen. Dann spiele ich jemand mit Dark Magician Kram, der Blue Eye spielt. Boah, come on, ey. Oh. Ich krieg heute die Anime-Keule. Ja, ich nehme irgendeine Random-Karte halt. Welche hat der vorgezeigt? Blue Eyes, Blue Eyes und Blue Eyes. Okay, geht. Hat schon wieder keine Verbindung hier, der Bruder. Set-Karten nehme ich immer gerne. Nur eine Set, das war's? Book, okay. Wie ist es eigentlich bei ihm, wenn der gespecialt wird und gebookt wird? Er ist immer noch in derselben Spalte. Erkennt er dann, dass da immer noch eine Karte gegenüber ist? Das ist mal eine gute Ruling-Question. Wenn der Special ist, hier irgendwas kommen würde und ich sag Wähler so und dann Puck, weiß immer noch, dass er in derselben Spalte ist. Was hätten wir die? Geht gleich wieder unsere coole Musik über los. Ring. Jetzt ist genau die Frage, wenn ich ihn jetzt bucke, weiß er, dass er noch in derselben Spalte ist? Weil während des Resolves bleiben die Karten noch offen aus dem Spielfeld. Selbst auf Chainlink 1 ist der Ring der Zerstörung immer noch auf dem Spielfeld.
Falls diese Karte als normaler Spezialbeschwörung ist, kannst du deine Hand Mech-Ritter-Monster mit unterschiedlichen Namen aus dem Mech-Ritter-Blatt in Höhe der Anzahl der Karten deines Gegners in der Spalte dieser Karte von deinem Deck der Hand hinzufügen. So, er ist immer noch verdeckt, er kennt seine Position auf dem Spielfeld, in welcher Spalte er eigentlich ist. Und deswegen sollte ich immer noch den Search bekommen. Ich hatte wirklich das noch nie, dass ich wirklich mit Mech Knights diese Situation hatte. Weder im richtigen Game noch hier. Ich würde sagen, wenn er verdeckt ist, vergisst er ja nicht, dass er wann und wo und wie er sich befindet. Und der Effekt sowieso nicht. Der checkt dann nachher, was mit ihm ist. Ich würde sagen, er weiß es. Ich würde den bucken dann, weil ich will den Search haben. Und dann kriege ich auch nämlich die Zerstörung nicht. Also man wird dringend sie nicht zerstören. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ja, wir kriegen den Search. Gut. Dann haben wir das ja richtig geruhlt. Hoffentlich. Komm, Riesen, kein Beatdown. Der Gegner denkt sich so, hey, wieso wurde er nicht zerstört? Ja, ja, die guten alten Plays. Die guten alten Plays, wer sie noch kennt von damals. Also gut, er hat einen Blue Eyes in der Hand. Das weiß ich. Und der Rest sind weitere Bingo-Maschinen, oder was? Tatsächlich, er hat noch mehr Bingo-Maschinen, meine Fresse. Ja, jetzt kommt Alternative. Chaos Max OTK. Okay. Er muss ja irgendwie einen Drachen in den Grave, glaube ich, kriegen damit, ne? Das heißt, Gefängnis des Eisdrachen schützt uns vor dem OTK. Wir werden wahrscheinlich Blue Eyes als Tribut anbieten und dann kratzt er ab. Es sei denn, er beschwört halt 2, dann ist halt GG. aber das Book ist gut, weil das Book hätte mir hier gegen ihn gar nicht benutzen können, weil er ist nicht targetable, glaube ich, ne? Ist ja, glaube ich, nicht targetable und nicht zerstörbar durch Karteneffekte, aber er ist banishable. Chaos Max. Den zweiten kann er eigentlich jetzt nicht wirklich Ritual beschwören noch dazu. Ja. Da haben wir genau das richtige Out dafür. Nö, wir lassen erstmal. Ich will mit in die Battle Phase. Ich möchte sehen, dass er angreift. Reborn. Jetzt zwingt er mich dazu. Weil er jetzt den Blue Eyes wahrscheinlich holen will. Warum wird man jetzt Reborn nehmen? Ist Chaos Max nicht gut genug? Will er den Blue Eyes haben? Bei mir ist eh nichts drin. Was macht der da? Es gibt nur ein Target, Mann. Hallo? Okay. Das wird ihm nicht gefallen. Vor allem hat er jetzt auch schon die Oh Gott. Der hat ja nichts mehr. Gar nichts. Tschüss. Und Reborn findet sein Target nicht. Die Masterplays. Na, direkt Scoop. Jetzt wird es ein bisschen dauern, bis er wieder eine Ritualbeschwörung zusammenkriegt, so. Er hat noch ein Monster, was er setzen kann. Okay. TT, das ist schon mal nicht unbedingt krass. Flip Summon?
Will ich zwei Säcken hier? Nee, eigentlich nicht. Ich kann für Phoenix gehen, damit ich den Platz hier freikriege, damit ich ihn aufs Feld kriege. Was, glaube ich, fein ist. Made in Set. Das wär so lustig, wenn die wieder die Made setten, statt zu beschwören. Ich greife trotzdem mal an, vielleicht ist da was Starkes unten, deswegen lieber sicher gehen. Nochmal Blue Eyes. Kann er jetzt mit einer Karte die Combo machen? Kann er nicht. Selbst wenn er Melody zieht, hat er nur den Alternative. Und seine Verbindung scheint auch wieder nicht die beste zu sein. Hallo. Ich habe mindestens drei Karten für die Ritual, deswegen. Ich glaube, ich werde das mal endlich sagen. Warum hat er die Rebound so gewastet? Das wäre so gut gewesen, wenn er den noch behalten. Da hätte er wenigstens ein bisschen was an Comeback-Plays gehabt. Vielleicht nicht die besten, aber besser als jetzt gar nichts. Ich hätte auch, ich muss nicht Cerberus, ich kann auch Phoenix und am Phoenix was beschwören, das macht gar keinen Unterschied. Das Problem ist, alles was ich mir jetzt hole mit ihm, ist er schwächer als er selbst, also. Das kann ich jetzt auch in seinem Spielzug machen, das macht ja keinen Unterschied. Deswegen, gut. Noch ein Duell, dann sind wir wieder Gold. Und dann haben wir innerhalb eines kurzen Streamschen wieder unseren Goldstatus wieder zurück. Mit dem besten Deck aller Zeiten. Man hat der eine Bambusleitung, ja, habe ich mir auch schon gedacht. Also. So. Gott, er hat das Auto! Er hat das Auto! Nein, ich will nicht gegen das Auto spielen. Er ist Silvertier 5? Warum spiele ich gegen ihn auf Silvertier 5? What the f. Und ich darf anfangen auch noch. Oh Gott. Okay. Müssen die Traps real sein? Wir sind ja going second deck. Okay. Was ist dieses Auto? Lol. eine Menge Gefängnis des Eisdrachen schon mal. Ich weiß gar nicht, was ich haben will, ehrlich gesagt. Ich mache jetzt mal drei. Kann ich mich auf Gefängnis des Eisdrachen verlassen, ist die große Frage. Weil den Magnite brauche ich eigentlich für den nächsten Turn. Wir probieren es mal aus. Ich habe keine Ahnung, gegen was wir spielen. So, wir overcommitten das Board mal nicht. Wenn wir jetzt ein OTK kriegen, dann kriegen wir halt ein OTK.
Dann spielen wir gegen jemand, der Tier 5 ist, aber ein Meta-Deck hat. Das ist halt so. Dark Worlds, wir haben Typhoon wenigstens. Das ist auch pretty okay-ish, je nachdem, wie das Setup gerade ist. Was er Grave hat, was auf der Hand hat. How is this in Silver? Wie kommt sowas in Silver rein? Auch wenn es T5 ist. Ist das ein Unterwäldler? How? Warum? Das war ein Special? Wow. Der Gold Summon ist amusing. Das Coole ist, ich kann ihm mit Gefängnis des Eisdrachen komplett das Setup für seine Field Spell killen. Weil die braucht, muss er aus dem Grave einen Unterwäldler vanishen, damit man Dark World discardet. Ich werde direkt zwei Probleme los und ich habe den MSD immer noch, um die aufzuhalten später. Frage ist, ob ich jetzt. Weil der schon bigt mit 2-6. Er könnte natürlich noch Dealings haben. Hm. Es sind doch beides Unterwäldler, ne? Ja. I think I'll do that. Ich glaube, das mache ich. Hallo. Gut. Damit haben wir schon mal Ausgleich. Nur noch eine Set. Die will ich eigentlich nicht MST'en. Also die Karte ist mega in dem Matchup, glaube ich. Ich glaube, ich lasse den MST erstmal chillen. Weil ich brauche halt eine Karte für den Magnite da drüben. Sonst kann ich nichts machen. Dann chillen wir mal lieber. Ich glaube, Talente-Taktik wird wieder garbage sein in dem Game. Oh gut, die ist auch garbage, die macht gerade gar nichts. Gut, wenn er jetzt aber klug spielt und das aktivieren kann, dann sollte er das sofort aktivieren, damit ich den nicht specialen kann. Tut er nicht, deswegen specialen wir. Face, I guess. Ich könnte mir jetzt. Ah, kann ich auch auswechseln. Dann krieg ich schon mal die Searches rein. Perfekt. Shifty Boy! Shifty Boy. Und Endphase. So, wir haben immer noch den MST dagegen und wir haben nochmal gewinnendes Eisdrachen. Wir haben nochmal solche ekligen, komischen, weirden Tribute Summon Plays, die man sonst nicht in Dark World sieht. Gott, du willst nicht mal einen B-Sacken normalerweise, Alter. Das hackt sich so ein Evil Hero Infernal Prodigy. Out of nowhere. Wo kommen die Heroes her? Mass Change! Second! The fuck? Dark Law! Hier hätte vielleicht doch mal MSD'en sollen. Boah! Sure. Ist aber ein Warrior, ne? Also, ich kann ja auch wieder vanishen mit gewähltes Eisdrach. Oh Gott, ist das so bitter. Hallo, Dark Law. Wollen wir mal gucken. Vielleicht will er. Gates noch benutzen. Kriegt noch ein Hero auf die Hand, ne? Da muss ich natürlich aufpassen. Ich lasse ihn erstmal suchen. Holt er sich jetzt Stratos? What is this deck? Hero Dark Worlds habe ich auch noch nie gesehen.
Honesty Neos. Da bin ich da nicht rüberrennen. Ja, als ob ich den überrennen möchte. Du hast mir hier so lecker Stuff wieder gegeben. Oh! Jetzt kommt tatsächlich der Effekt. MST. Weil jetzt banished alles, was er da dann zerstört oder so von der Hand. Also so würde ich das lieber nicht. Dass der MST jetzt nicht in Grave geht, tut mir jetzt nicht weh. Der kann gerne banished sein. Will sein Spielzug beenden? Nee. Ich entferne dir dann trotzdem deinen guten Burschen. Du kommst hier nicht davon damit, dass du mich hier einfach hier banish.deck gibst. So, den McKnight muss ich noch specialen. Was hat er im Grave? Nix. Ich habe auch nichts im Grave. Die Reaver ist einfach tot. Und er ist auch tot. Da sind 4-5 gerade, ne? Da sind über 5-5. Und weg damit. What a game. What a game. Wir sind wieder Gold. We are back to Gold. Wir waren, glaube ich, Gold Rank 2 gewesen, ne? Oder Tier 2, glaube ich, letztes Mal gewesen. Das Ranglistensystem ist broken, ne? Das ist ja ein anderes Game, weil... Dadurch, dass man nur ein Game hat, muss man schon sein Deckbild ein bisschen anpassen. Du kannst nicht einfach so die Meta-Deck spielen, 1-1, wie man sie halt im Match-System spielen würde. Weil du musst auch Going Second was tun können. Wenn du das nicht kannst, dann ist dein Deck ziemlich Eimer. So. Ich würde sagen, wir machen noch ein Duell. Yuki Judai. Ich möchte jetzt weiter beginnen. Hat sich jetzt eigentlich einfach so eine Banis geändert überhaupt mit dem Change? Ich glaube nicht, ne? Oh Gott. Die Animation, Alter. Ich glaube, da hat jemand keinen Empfang drüben. Was soll die Seite mit dem Psy-Anfall? Alter. Oh, wow. Ist der Server tot? Habe ich Master Duel gecrashed? Funktioniert das noch? What was that? Probieren wir das nochmal aus? Okay. Irgendwas Japanisches hier. Mit Ash und Generator Boss. Ich wollte was Falsches sagen. Irgendwas mit Boss-Stuff. So, diesmal auch mit Duell. Und ohne Psychedelic Stuff. Schöne Going Second Hand. Oh, eine Ash, ja, und dann haben wir auch trotzdem Blue Eyes oder Dark Magician gekriegt. Also, wenn ich eine Ash gesehen habe, dann bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Uff.
Gegner macht aber nix. Dragonmates, okay. Das hatten wir schon mal. Der gute Striker. Wir sind jetzt wieder in Gold zurück. Wir waren ja jetzt auf Silver runtergestuft worden. Und spielen unser erstes Match in Gold Tier 5. Ich weiß gar nicht, auf welchem Tier der war. Geht ihm eine Art Honest. Kommt jetzt Helio? Das Heliosphäre? Okay. Priesterliche Siegel der himmlischen Sphären, okay. Ist das alles? Was macht Tiding nochmal? Gott, ich vergesse mal, was die Karte kann. Die kann irgendwie was bouncen oder so, das Spinnen. Hm. Mir gefällt meine Hand eigentlich sehr. Muss ich sagen, um den Raigeki zu aktivieren. Weil wenn er jetzt sowas spielt wie Amorphages oder sowas, was irgendwie richtig hässlich ist in der Special oder irgendwelche solche Lock-Dinger, Raigeki entsorgt es halt, weil er muss Unchain drauf, weil er muss ja versuchen, dann Raigeki zu bouncen. Frage ist halt, wenn er die verdeckte Chain kann, dann habe ich nur noch einen Bug. Egal, Raigeki. Go. Lässt einfach abschmieren, okay, absmiert. Wenn man im Rank eine Siegesserie hat, steigt man schnell auf. Ich weiß es nicht, ich gewinne ja die ganze Zeit. oh, deine Miskis. Wenn ich mich jetzt wegdingste, dann wirft er eine Karte ab und banisht mich nicht mal. Da hat er nichts mehr. Ich kann zwar nichts mehr hinterher specialen, aber ich kann dem ausweichen. Ich kann einfach was normeln. Da bin ich fein damit. Weil er muss discarden und dann banisht er erst. Und nicht er banisht und dann discarden. Die Ash abgeworfen. Boah. Alter. Die Keulung. Achso, er negated mich. Und dann banisht er mich. Nee, er muss abwerfen, dann kann er mich nicht banishen. Puh. Gott, erstmal rechne so, weil ich mal die Chain aufgebaut. Er hat Ash noch drauf. Wow. Dann darf er auch sehen, gegen was er spielt. Wow, den zu Ashen, das will man eigentlich nicht. Man will nicht Violet Dingsen. Ist schon weird. Das wurde entfernt, man kann nichts mehr überspringen. Okay. Ja, weil ich hab ja bisher nur einen Lose gegen das eine Endless Deck. Das haben wir immer alles gewonnen. Das ist schon krass. Da ist jetzt das Dragonmaid Deck schon ordentlich im Top-Ticken gegen Book jetzt. Wow. Das Book könnte schon das Game sealen.
die meisten hier, guck mal, das ist... Oh Gott, diese Rasur, die war so easy. Gott, das war echt ein kurzes Game. Machen wir noch eins dann? Ich glaube ja. Schnellsieg, kein Schaden, Zauber aktiviert, Spezialbeschwörung durchgeführt. Nochmal 8 Gems, ein paar Legacy Packs. Komm, wir machen noch eins. Das war etwas quick. Mudkip, ich kann dir leider dazu nichts sagen, weil ich stehe in Konami jetzt diesbezüglich mit Master Duel jetzt nicht so stark in Kommunikation. Ich weiß nicht, was mit Banlist ist und wie sich hier ändern wird und alles. I don't know. Okay. Schon wieder in den Stand der Going Second Hand. Wie es so in unserem Deck halt üblich ist. Er lässt uns aber first gehen. I hate him. Ich glaube, ich set nur den TT, den Riesenkeim will ich eigentlich nicht wegtarantulen. Dann gib mir mal die ab! Wenn wir jetzt Rasur kriegen, dann kriegen wir halt Rasur. So ist halt TT. Nur TT, also. Das wäre eine gute Going Second Hand. Going First? Not so much. Oh, wow, Dino? Really? Okay, wir kriegen jetzt gleich voll aufs Gesicht. Wenn Dino jetzt hier voll Combo macht, bin ich weg. TT macht sogar nichts gegen... Warte mal. Ist es nicht aus die Gemanist? Gibt es überhaupt Verschido hier? Ist der erlaubt? Oh, Baby, wow. Das wird voll aufs Gesicht geben. Mhm. Ist Verschido auf 3 oder Verschido auf 1 hier auf der Banlist? Kann ich hier gerade noch irgendwo nachgucken hier? Nee. Oh. Weil ansonsten wäre schon fast das Beste, ihn jetzt zu TT'en. Und dann kriegt er nur ein 2er oder ein... Ja gut, dann kriegt er Arcosaurus. Nee, das... Ja, das wird ein easy win für ihn, also. Hat er Going Second gegen uns genutzt. Da können wir auch nichts machen. Mal gucken, wie lange er jetzt hier rumkombon will. Ja, Verschido, bla, du bist dann unaffected bei aktivierten Effekten und so. Und schön, schön für dich. Mhm. Vielleicht beschwört er ja ganz viele Monster. Die nicht Dinos sind. Und dann läuft in die TT rein. Ja, den Keim zu setzen hätte ich auch nichts gebracht, weil Big Daddy cool sendet uns einfach weg. Guten Abend. Ja, genau, deswegen macht es auch keinen Sinn, den zu dem, weil dann kommt der und dann holt der E-Bille und dann ist eh. Nö. Ja, man muss viel lesen. Vor allem, wenn man keine Ahnung hat. Das stimmt schon. Die Dinos kenne ich also. Deswegen, das ist nichts Neues für mich. Ich habe ja das Deck irgendwo hier auch selbst noch liegen. Ich weiß nicht. Ist es hier irgendwo etwas Dino-mäßiges? Nö. Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht hier irgendwo rumliegen. Ah, da, hier, komm mal her. Verschido. Oh Gott. Die Kamera wird es wahrscheinlich eh nicht fokussieren. So, hier, ja, Verschido.
Cool, da war schon das erste Nicht-Dino-Monster. Der ist schon mal von TT affected. Mach Dolka, komm, mach Dolka. Das wäre mega. Das ist ein Drache. Wenn der Lagia macht, macht der TT gar nichts mehr. Wir können einfach nicht gehen. Was ich mich hier vielleicht empfehlen würde, durch einfach in auf eine Backrow, könnte man Lagia machen. Wenn er halt irgendein... Gut, er hat doch schon Link Rebirth, doesn't matter, also... Er kann sowieso die Pille aktivieren. Vielleicht wird es langsam Zeit für Dragoonity? Hell no, wir sind gerade Tier 5 geholt. Wir haben am Wochenende bis Tier 2 hochgespielt mit dem Deck. Und da hatten wir halt einen Eldritch gehabt, so. Da geht noch einiges. Aber immerhin ist Blue Eyes und Dark Magician nicht absoluter Garbage. Damit kann man einigermaßen spielen, wenn man das Deck vernünftig baut. Im Gegensatz zu früher, wenn man das jetzt vor 10 Jahren oder so gemacht hätte. Das wäre dann absoluter Abfall. Das wäre gar kein Deck, das wäre nur Vanilla Turbo. So, Lagia. Er beschwört... Moment! Wer beschwört Dolka in Backrow rein? Why? Wieso nicht Lagia? I am confused. Okay. Ich kann auch auf den nächsten Summon eines Dinos das aktivieren, also... Hier wird sich jetzt nicht viel verändern. Gut. Darauf muss ich es dann machen. Und dann lebe ich aber noch. Das ist interessant. Das heißt, ich bin noch nicht raus. Hoffentlich. Mal gucken, keine Ahnung. Vielleicht schon. Nobody knows. Aber dieses Play verstehe ich absolut nicht. Oder und Quadlos. Quadlos kann natürlich auch Spell Traps negaten. Quadlos wäre weird, though. Du willst immer Big Daddy haben, weil der macht was im gegnerischen Spielzug, was Sinnvolles. Da ist er, Big Daddy. So, im Grave hat er nichts mehr. Normalerweise haben die jetzt nichts mehr, außer jetzt kommt noch irgendwie True Kings oder sowas von der Hand. So, knallen wir alles weg, außer den Tyranno halt. Der bleibt. Das Interessante ist, wir haben ihn plus Talents. Und er wird wahrscheinlich auf ihn Effekt was aktivieren und dann können wir den Talent nutzen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel ist noch nicht vorbei. Ja, gut, wenn er nochmal einen großen Daddy in der Hand hat, dann ist es. Dann haben wir noch 1000 Life Points, Alter. Und dann Reborn auch noch oder so. Oh, er hat tatsächlich noch einen in der Hand. Oi. Dann noch ein Reborn. Oder haben wir noch einen Zug? Wir haben noch einen Zug, Leute! Wir haben noch einen Zug! Wow! Ich habe das nicht erwartet. Ja, wobei könnte er immer noch Verschiedo in der Hand haben, um die zu schützen, ne? Dann kann ich ihn nicht mal übernehmen. Ach, Rank 10, stimmt! Den können die Rank 10... Die spielt er nicht. Die spielt meistens keiner, den Gustav. Ha. Interesting. Oh, er hat safe noch ein Verschiedo in der Hand und es ist eh alles egal, was ich mache. Und ansonsten könnte ich die beiden Dinos ineinander crashen einfach. Aber da habe ich auch nichts mehr. Hat schon wieder keine Verbindung. Was ist denn los mit dem? So, mit dem Special ist am besten, weil damit kann ich auf jeden Fall mir noch mehr suchen und aus dem Weg gehen und alles. Dieser Max C danach immer. Dieser Max C danach. Ich verstehe es nicht.
Das ist fein. Hat jetzt noch ein Verschido in der Hand. Weil Talents ist jetzt live. Oder noch einen der großen Dinos aktivieren? Nein. Warte mal, wie viel Def haben die? 3-2. Die können sich gegenseitig bucken. Das sagt. Also das Einzige, was jetzt gut wäre, wäre da Raigeki. Und Blitzsturm. Das sind die einzigen Karten, die mich noch retten eigentlich. Weil Clown bringt mir nichts. Er könnte entweder schon direkt darauf unchain zum Bucken. Dann kriege ich einen gebuckten und er hat ein anderes Positionsmonster. Ich will nicht weiter rein specialen eigentlich. Also heißt das, wir müssen auf das Herz der Karten vertrauen und zwei Karten ziehen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich bis hier noch da bin, weil wenn ich den übernehme, den Crash kriege ich nicht hin, und wenn beide gebuckt haben, bin ich tot im nächsten Spielzug, weil der einfach umflippt und dann einfach alles wegsendet. Let's draw two! Ich banish den noch, weil dann kriegen wir noch eine extra Karte rausgethinnt. Das mache ich auch nochmal. Ich glaube, wenn er buckt, wird er immer noch verbannt. Holen wir uns Shifty. Und dann schauen wir mal, was wir drawen. Ah. Nope. Durch Max T werde ich jetzt nicht spielen. Denn das macht keinen Sinn, er spielt ein fucking Dino-Deck. Ich könnte halt Cerberus machen, einschießen und das war's? Ah, da kriegt er so viele Draws. Er buckt nicht. Interesting. Er gibt mir den Link Summon. Huh. Gut, er hat eine volle Hand wieder, aber... Hey, I can do something at least.
Enfaced. Das ist das Beste, was ich machen kann, glaube ich. Ich kann seinen Dino bucken, wenn ich will. Dann kann er mich nicht angreifen, aber der wird sowieso irgendwelche Plays haben bei 6 Karten. Und warum Giant Germ? Weil Gerümpelkeim Toolbox das beste Deck ist. Okay, gut. Das. Ja, gut, dann. Dann halt nicht. Ach. Niederlage Nummer 2 dann gegen ein gutes Dino-Deck. Hat er gut gemacht. Ja, ich musste den Max-Ziel spielen, weil die Draws waren da nicht gut. Wenn es Regiki gewesen wäre, dann hätte es ganz anders aussehen können. Dann hätten wir, glaube ich, die komplette Kontrolle, weil er noch 2 Karten gehabt hätte. Vielleicht sogar noch den Wish für Nothing. Ach komm schon, greif doch einfach an, ey. Die Leute immer, die so ewig stylen. Just freaking attack. Kann doch nicht so schwer sein. Ich gebe nicht auf, weil ich will meine Points haben, meine Achievements. Hallo, Different Channel. Ja, ich bin auch auf Twitch unterwegs. Seit 2015 in sehr unregelmäßigen Abständen. Ich kann noch ein paar Karten bei Card Market listen währenddessen, glaube ich. Literally, Alter, ihr habt doch Zeit hier, ey. Bruder. Wir gehen ein paar Packs öffnen und so. Das Beste wäre es, wenn er jetzt sich einfach austimt, weil er einfach nicht klarkommt, einfach umzuflippen anzugreifen. Das ist so schwer. Nee, ist auch nicht schlimm, dass es der zweite Loss ist, voll fein, aber dieses ewige Gespiele, man, greift doch, flipp doch einfach den Kakdino auf. Der war letzten Zug beschworen, den kannst du umflippen und einfach angreifen und dann bin ich weg. Das kann doch nicht so schwer sein. Uff. Stimmt, apropos Brot, ich sollte mir mal wieder Brot machen. Oh Gott, der Kombo hier ohne Ende. Ja. Genau. Ganz genau. Guck dir meinen tollen Kuribo an, den ich jetzt hier rausbeschwöre. Meine Fresse. Morgen früh machen wir auf jeden Fall wieder Brot. Zwei Brote. Ich könnte euch noch einen Kochkurs geben, während der seine Combo macht, glaube ich. Also, ihr braucht einen halben Würfel Hefe, 2 Teelöffel Zucker, 250 Milliliter Wasser, 500 Gramm Mehl. Am besten nehmt ihr das Wasser, den Zucker und den Hefebrösel da, den bröselt ihr auf. Das Wasser sollte am besten lauwarm sein. Lasst ihr 10 Minuten ein bisschen gären, ein bisschen ziehen und fügt ihr das Mehl hinzu, vielleicht noch Körner oder so. Mixt das schön in der Hand. Lasst das mal so, je nach Außentemperatur oder Temperatur, wo ihr das aufwärmt, zwischen einer halben Stunde bis einer Stunde. Bisschen erstmal die erste Gare machen. Danach formt ihr euren Leib. Macht ihn entweder in Handform oder halt in richtige Brotform rein. Lasst ihn dann nochmal, je nachdem wie warm es halt ist, zwischen halt eine halbe Stunde bis Stunde nochmal ein bisschen aufgehen. Dann schiebt ihr in den Ofen. Und ich mache das halt gerne so bei 210 Grad. Da wird die Schale nicht so hart bei 45 Grad. Ober-Unterhitze. Am besten auch noch in den Ofen könnt ihr noch einfach so eine Schale mit Wasser gefüllt reintun. Dann kriegt ihr dann noch so ein bisschen fluffigeres und ein bisschen feuchteres Brot, was halt nicht so schnell austrocknet. Schmeckt dann sehr gut, dass er halt so ein bisschen quasi so ein Wasserbad darunter legt. Und dann habt ihr auch schon leckeres Brot gemacht. Komm mal, ist immer noch dabei. Gut, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab komplett erklärt, wie man fucking Brot macht und der ist immer noch dabei. Ich hab die Herr der Ringe Trilogie geguckt.
Alter, er macht immer noch. Kann doch nicht wahr sein. Unglaublich, Bruder. Ich schade, dass ich seine Zeit nicht sehen kann. Ich würde gerne wissen, ob er seine Zeit ausgelaufen ist gleich. Haferflocken mache ich gerne mit rein, wenn ich Mischbrot mache. Also einfach als extra Ingredient so. 50 bis 100 Gramm packe ich dazu. Man merkte gar nicht, dass einfach die Haferflocken drin sind. Aber das gibt halt ein bisschen mehr Brotmasse. Zusammen mit den anderen Kernen ist das schon ziemlich cool. Dafür hast du so ewig gebraucht. Meine Güte. So, Errungenschaft freigeschaltet. Ehemaliger Anfänger. Was heißt das denn? Guck mal, ich krieg trotzdem hier 61. Geil. Geh jetzt zurück wieder auf Silver? Nö, ich bleib in Gold. Okay. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns nochmal hier Dual Pass. Gibt man hier eigentlich auch Legacy Packs im Dual Pass? Wie weit man klicken muss. Kann man hier nicht irgendwie scrollen oder so? Nee. Oh, wir sind jetzt aber schon so weit, dass wir nur noch die Sachen für den Gold Pass kriegen. Die normalen haben wir schon quasi erreicht. Schnappen uns noch ein paar Gems. Und holen uns nochmal unser Missionskram. Haben wir 70 Gems hier. Nochmal 500 Gems. Hier, guck mal, da können wir uns nochmal diese hässlichen Packs kaufen, wenn wir wollen. Titelangeber.